Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Und du, Gemeinde, sei von Herzen fröhlich. Denn siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. So heißt es schon im Alten Testament beim Propheten Sacharja, und so soll es auch unsere Wegweisung sein durch die Adventszeit hindurch. Trotz Corona, trotz all den Dingen, die uns umgeben, und trotz der Maskenpflicht, die wir wieder einführen mussten. Trotzdem, du Tochter Zion und du Gemeinde, freue dich, denn dein König kommt. In diesem Sinne lassen Sie uns unseren Gottesdienst gemeinsam feiern, wie immer im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Kraft und unsere Hilfe kommt her von Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der seinen Bund und seine Treue ewiglich hält und der niemals das fahren lässt, was er geschaffen hat. Lassen Sie uns gemeinsam das erste Lied singen, natürlich Lied Nummer 1. Thank you.
Psalm 24. Ich würde gerne mit der von mir aus gesehen rechten Seite beginnen, mit den fettgedruckten Versen, und die von mir aus gesehen linke Seite möchte ich bitten, dann das nicht fettgedruckte zu lesen. Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist, der Erdkreis und die darauf wohnen. Denn er hat ihn über den Meeren gegründet und über den Wassern bereitet. Das ist das Geschlecht, das nach ihm fragt, das da sucht dein Antlitz, Gott Jakobs. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, lieber himmlischer Vater, es soll wieder Advent werden. So hast du es uns gesagt, so hören wir es. Aber ob wir es auch so sehen? Vieles von dem, was uns umgibt, macht uns Angst, gerade in diesen Tagen. Und da ist es nicht nur die Corona-Erkrankung. Vieles von dem, was wir aus dieser Woche mitgebracht haben, das nehmen wir auch wieder mit an Gedanken in die neue Woche. Hilf du uns in dieser Woche, unsere Gedanken zu ordnen. Hilf du uns, Freude und Zuversicht zu finden. Und bewahre uns dies über diesen Gottesdienst hinaus, auch in der unruhigen Hast des Alltags. Halte uns fest bei dir, bis du deinen letzten Advent halten wirst. Amen. Wir hören jetzt die Schriftlesung. Ich hoffe, der richtige Text ist zu sehen. Die Lesung kommt aus Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Als sie nun in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage an dem Ölberg, sandte Jesus zwei Jünger voraus und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt. Und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn euch jemand etwas sagen wird, so sprecht: Der Herr bedarf ihrer. Sogleich wird er sie euch überlassen. Das geschah aber, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, in Sacharja 9, Vers 9, sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sich darauf. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg, andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen, und soweit das möglich ist, stehen wir dazu auf.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen nun aus dem nächsten Lied. Nochmal. Gnade sei mit uns, Friede
und auf Freude von dem, der da ist, der da war und der da kommt, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Amen. In Jeremia 23 heißt es, siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, dass ich dem David einen gerechten Spross erwecken will. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden und Israel sicher wohnen. Und dies wird sein Name sein, mit dem man ihn nennen wird, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so wahr der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so wahr der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Liebe Gemeinde, ein neues Jahr beginnt heute am ersten Advent. Ein neues Kirchenjahr. Ein Text voller Erwartung und Hoffnung, so steht er da, unser Predigtext. Damit passt er eigentlich auch in diese Zeit der Erwartung, nämlich der Zeit des Advents. Für viele Menschen, große und kleine, ist das immer noch eine Zeit der Vorfreude, eine besondere Zeit, in der wir auf Weihnachten zugehen, auch wenn wir im letzten und auch in diesem Jahr immer wieder Corona zum Thema haben. Wie wird es sein? Was wird kommen? Ich kann es nicht sagen. Am 21. Dezember wird noch einmal entschieden. Was wird kommen? Keine Ahnung. Aber auf die Frage, wer wird kommen, habe ich eine klare Antwort. Christus wird auf die Erde kommen und wir werden dies wieder feiern. Das ist eben auch das, worauf wir uns freuen. Das ist die Zeit der einfachen Erwartungen, die wir haben, auch der Erwartungen nach Frieden, nach Gerechtigkeit und ein gutes Auskommen für alle. Es ist nicht mehr Wahlkampf, wo man solche Versprechungen hört, und zwar von all denen, die an die Macht wollten. Aber trotzdem sind das doch genau die Erwartungen und die Wünsche, die wir doch alle haben. Es kommt die Zeit, so heißt es beim Propheten Jeremia. Das sagen oder das denken wir ja auch manchmal, wenn wir etwas erhoffen, ersehnen, auf etwas warten oder uns auf etwas freuen. Kinder denken, es kommt die Zeit und dann ist endlich Weihnachten. Jeden Tag bringt uns ein weiteres offenes Türchen an vielen Adventskalendern, die in vielen Familien hängen. Und diese Türchen, je nachdem, wie viel man öffnet, bringen uns immer wieder ein Stückchen näher an Weihnachten heran. Bei den Jugendlichen ist es so, die denken vielleicht, es kommt die Zeit, da ist die Schule fertig. Jetzt wird darüber diskutiert, ob man die Ferien vorverlegt oder nicht. Auch da ist das eine so, das andere so. Man weiß vielleicht auch nicht genau, was man denken soll oder was man darüber denken soll. Dann wird darüber diskutiert, ob man in den Schulen auch weiterhin Masken anziehen soll oder nicht oder wie auch immer. Es ist ein ständiges Hin und Her. Es kommt die Zeit. Es kommt die Zeit, da wird es zur Entscheidung kommen. Es kommt die Zeit und dann werden wir es so nehmen, wie es kommt. Wir werden es nehmen, so wie es kommt. Ihn werden wir wie immer, so wie er kommt, willkommen heißen. Für viele andere wird es denn auch heißen, junge Erwachsene denken vielleicht, es kommt die Zeit, da werde ich dann auch meine große Liebe finden, eine Familie gründen und Kinder haben. Und die Älteren werden vielleicht denken, es kommt die Zeit, da bin ich im Ruhestand, habe viel Zeit für alles, was bisher zu kurz gekommen ist. Es kommt die Zeit, so sagt es schon Jeremia. Und wenn wir heute so reden, dann haben wir auch eine sehr konkrete Hoffnung vor Augen, etwas,
das nach unserem Ermessen in absehbarer Zeit eintreten wird. Wir erwarten, dass sich etwas verändert, dass etwas neu wird in unserem Leben. Und so ist es eben auch mit der Hoffnung, von der Jeremia hier ja spricht. Es kommt die Zeit, da wird ein König regieren, von Gott selbst geschickt, der löst die schlechten Herrscher ab. Der regiert gut und mit Recht und Gerechtigkeit, sodass das Volk sicher und erfüllt leben kann. Politisch lebt das Volk Israel zur Zeit des Propheten Jeremia um 600 vor Christus in sehr unsicheren Zeiten. Das Nordreich Israel, es ist zerstört. Das Südreich Juda ist von den umgebenden politischen Großmächten umgeben und bedroht. Die eigenen Könige sind unfähige Regenten, die Jeremia in den vorausgehenden Versen 1 bis 4 sogar als schlechte Hirten kritisiert. Auf diese Kritik folgt in den Versen, die den Predigtext dann bilden, die messianische Weissagung, das, was wir auch heute kennen mit der Adventszeit. Siehe, es kommt, die Zeit, spricht der Herr. Und schon damals wurde dem Volk gesagt, dass sich dem David einen gerechten Spross erwecken wird. Der soll ein König sein, der wohl regieren und Recht und Gerechtigkeit im Lande üben wird. Für die damalige Zeit, für die Menschen, die in Nordreich Israel und in Juda lebten, eine wahrhafte Salbe auf die Wunden, die sie hatten. Siehe, es kommt die Zeit, da wird ein Guter kommen, da wird einer kommen, der uns gut regiert. Sein Auftrag wird auch klar beschrieben. Zu seiner Zeit soll Juda geholfen werden, Israel soll wieder sicher wohnen. Sein Name wird sein, der Herr, unsere Gerechtigkeit. Die Menschen hatten damals von Krieg, von unfähigen Königen und ständiger Angst um Besitz, Leib und Leben sozusagen die Nase gestrichen voll. Vielleicht haben sie auch nicht mehr den sogenannten etablierten Mächten geglaubt. Vielleicht sind sie auch Spinnern hinterhergelaufen, die ihnen das Blaue von der Wand heruntergelogen haben. Genau diesen Menschen, die eigentlich sehr traurig waren, diesen Menschen begegnet Jeremia mit dem Hinweis auf eine ganz neue Hoffnung, die aber eigentlich ja gar nicht so neu ist, weil sie eigentlich schon sehr alt ist und die eigentliche Grundlage des Glaubens der Juden und heute auch der Christen ist. Die Zeit, dass Christus gekommen ist, haben wir nicht persönlich erlebt, aber wir glauben daran und deshalb vertrauen wir auch darauf, dass Gott lebt, dass er regiert und unsere Wirklichkeit verändert. Auch die in unserer Kirche. Manchmal läuft ja auch da nicht alles so, wie wir uns das vorstellen. Aber Gott will Gerechtigkeit. Gott will Gerechtigkeit und das bedeutet im Sinne Gottes Rechtmäßigkeit und Sicherheit, Schutz für Arme, für Fremde, Gewaltfreiheit und auch gerechte Löhne. Und was kann das für uns heute bedeuten? Was kann das bedeuten für unser eigenes Leben? Nun sicherlich nicht den Schreiern hinterherzulaufen. Davor hat Jeremia die Menschen damals schon gewarnt. Sondern das komplizierte Leben, das sich uns auch gerade jetzt in diesen Zeiten wieder bietet, dieses komplizierte Leben einfach mal so zu akzeptieren. So zu akzeptieren, wie es ist. Und dann das Beste draus zu machen. Dazu muss man und manchmal auch komplizierte Antworten geben, denn die einfachen Wahrheiten, die gibt es nicht, außer einer. Gott liebt dich und weil er dich liebt, vergibt er dir und hält für dich das Paradies bereit. Daran zu glauben, darauf zu vertrauen und genau dies weiterzugeben, das ist die Verbreitung des Evangeliums. Eigentlich ja das Einfachste der Welt. Aber es erspart uns nicht, die Komplexität der Welt zu akzeptieren. Einfach mal zu akzeptieren. Ich bin müde des Diskutierens. Ich will nicht mehr diskutieren.
Ich will einfach nur noch akzeptieren und ich will einfach nur noch an diese Liebe Gottes glauben und darauf vertrauen. Vielleicht bringt uns das auch in unserer Gesellschaft ein Stückchen weiter. Wer weiter diskutieren will und unbedingt darüber diskutieren muss, soll er, aber nicht mehr mit mir. Denn es kommt die Zeit, und darauf vertraue ich. Wir gehen auf Weihnachten zu, auf dieses Fest des Friedens und der Liebe Gottes. Und dass die biblische Hoffnung nicht aufgeht in unseren beschaulichen Adventsbräuchen, das wissen wir natürlich auch. Dass Gottes lebendiges Wirken unsere Erwartungen übersteigt, das ahnen wir so ein bisschen. In uns bleibt immer eine unerfüllte Sehnsucht. Aber zugleich glauben wir auch, Gott wird Mensch und das mitten unter uns. In Jesus Christus hat er uns konkret gezeigt, wie Gottes König ist. Arm und niedrig und menschlich kommt er und verändert so unsere Welt. Er verändert auch unsere eigenen Maßstäbe. Und Jesus zeigt uns, wie es gelingen kann, in dieser Welt als Kind Gottes zu leben. Er hat uns schließlich einen Weg gewiesen, den wir im Glauben und im Vertrauen darauf gehen können. Deshalb verändert die Welt nicht gleich ihr Gesicht, das weiß ich auch. Deshalb sind Krieg und Hass, Armut und Ungerechtigkeit in dieser Welt lange noch nicht besiegt. Aber zusammen mit dem jüdischen Volk hoffen und warten wir auf den Tag, an dem Gott seinen Shalom, seinen Frieden für alle sichtbar macht. Bis dahin tun wir geduldig und mit kleinen Schritten, mit Mut und auch mit Vertrauen genau das unsere dazu, um Gott den Weg zu bereiten. Und wir sind bereit für Aufbruch und wir sind auch bereit für Veränderung und das voller Hoffnung. Diesen Weg zu gehen, dazu lädt uns schon Jeremia ein. Für die Juden damals bedeutete dies: Darum siehe, es wird die Zeit kommen, spricht der Herr, dass man nicht mehr sagen wird, so war der Herr lebt, der die Israeliten aus Ägyptenland geführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Nachkommen des Hauses Israel herausgeführt und hergebracht hat aus dem Land des Nordens und aus allen Landen, wohin er sie verstoßen hatte. Und sie sollen in ihrem Lande wohnen. Für uns Christen bedeutet dies eben, sich daran zu erinnern, was Gott für uns getan hat. Und dafür stehen eben diese Geschichten von Jesus an Weihnachten und Ostern. Und diese Geschichten gehören immer und immer wieder erzählt, nicht nach dem Motto, es war einmal, auch nicht die Zeit wird kommen, sondern Gott hat es Zeit werden lassen. Und darauf freuen wir uns jedes Jahr wieder aufs Neue, so wie die kleinen Kinder auf den Nikolaus oder auf das Christkind. Wünschen wir und beten wir dafür, dass alle Kinder dieser Welt dies so erleben können. Ein kleiner Hinweis noch und vielleicht eine kleine Sache, die vielleicht auch im Film dann hinterher sein kann. Die Erinnerung daran, was wir hier auf dem Abendmahlstisch stehen lassen. Und vielleicht kann der Rüdiger das einfach mal kurz einblenden auch. Für die, die unseren Text zwar gelesen haben, die unsere Bilder hören und sehen. Die zweite Kerze, die dort auf dem Abendmahlstisch steht. Eine Kerze, die von Jugendlichen gebastelt worden ist. Eine Kerze mit vielen Dingen, die zum christlichen Glauben dazugehören. Dazu gehört eben auch Glaube, dazu gehört eben auch das Vertrauen und dazu gehört auch die Hoffnung. Und jede dieser Kerzen, die auf dem Abendmahlstisch stehen und jede dieser Kerzen, die in der Zeit des Advents brennen, erinnern uns daran mit ihrem Licht und mit ihrer Wärme. Sie erinnern uns daran, was Christus für uns getan hat. Und worauf wir uns mal wieder freuen dürfen. So wie die kleinen Kinder auf Nikolaus oder aufs Christkind. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und unsere Sinne. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Das nächste Lied. Lied Nummer 12.
für einmal drücken entschuldige ich mich, aber ich wusste ja, Sie kennen das Lied auswendig. Lassen Sie mich bekannt geben, was noch abzukündigen ist. Die Kollekte vom letzten Sonntag betrug 706,81 Euro und im Klingelbeutel waren 583,42 Euro. Die Kollekte, die wir heute am Ausgang einlegen können, ist bestimmt für die Hilfe für Schwangere in Notlagen. Die Kollekte am nächsten Sonntag ist bestimmt für Kur- und Erholungsangebote für Kinder und Familien. Der Klingelbeutel wird wie immer eingesammelt für diakonische Aufgaben. Corona lässt schon wieder seine Spuren deutlich fühlen. Vieles, was geplant war, muss abgesagt werden. Die geplante Weihnachtsfeier der Frauenhilfe am 8. Dezember muss Corona-bedingt leider ausfallen. Auch das Weihnachtsliedersingen im Leimbach-Stadion, worauf wir uns alle schon wieder gefreut hatten, auch das haben wir Corona-bedingt abgesagt. Auch das Weihnachtsliederblasen in der Hengsbach muss leider Corona-bedingt abgesagt werden. Wir haben sogar einen Corona-Fall bei unseren Bläsern, also von daher bleibt uns keine große Möglichkeit. Corona hinterlässt überall seine Spuren im Moment. Und wir hoffen, dass es im nächsten Jahr besser wird. Von der Hoffnung leben wir und deshalb sind wir fröhlich. Beerdigt wurden in unserer Gemeinde Charlotte Stunz im Alter von 95 Jahren und Günther Migenda im Alter von 92 Jahren. Herr, wir sind dankbar, dass diese beiden Menschen, die in unserer Gemeinde beerdigt wurden, so lange bei ihren Familien sein konnten. Aber du hast nun deine barmherzigen Hände ausgestreckt und wir sind dankbar, dass sie nun bei dir sind, bei dir Frieden gefunden haben. Alle Verstorbenen legen wir in deine Hände. Amen. Das nächste Lied tragt in die Welt nun ein Licht. Lassen Sie uns gemeinsam stehen, soweit Sie können, und Fürbitte halten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir deinen Advent feiern dürfen. Dich hat Gott zu uns gesandt, gegen unseren Streit die Versöhnung, gegen unsere Angst
das Vertrauen, gegen unsere Sorgen die Zuversicht. Wir glauben, dass du, auch wenn man es äußerlich nicht sehen kann, der König und Heiland aller Menschen bist. Deshalb gebrauche du auch uns, dein Wort und deine Taten mit unseren Worten und mit unseren Taten bekannt zu machen. Es ist in diesen Tagen wie immer eine große Geschäftigkeit und Hektik. Und überall da, wo man hinschaut, da wird vorbereitet, da wird getan und gemacht. Hilf uns, dass wir auch einmal innehalten können, Stille hinhören, das Nachdenken und das Freuen über deine Botschaft in den Mittelpunkt stellen. In diesen Wochen sind manche Mitmenschen noch einsamer als sonst. Deshalb bitten wir dich um offene Augen, die hellsichtig sind für die Gaben, die du uns geschenkt hast, und zeige uns, wie wir sie hilfreich einsetzen können. Ich bitte dich um ein offenes Ohr, das auch die leisen und unausgesprochenen Bitten versteht. Ich bitte dich um ein gutes Gedächtnis für die Sorgen unserer Mitmenschen und für die Dinge, die wir zu tun haben, versprochen. Wir bitten dich, Herr, um ein freundliches Gesicht, ein Lächeln. Ein Lächeln, das aus dem Herzen kommt, denn andere sollen sich an uns freuen können. Herr Jesus, wir richten unseren Blick aber auch über die engen Grenzen unserer Umgebung hinaus in unser Land und auch in die ganze Welt. Oftmals spürt man da sehr wenig von Advent, von Feier und Freude. Deshalb beten und flehen wir auch, dein Reich komme, dein Wille geschehe und das auch hier auf Erden. Und alle Dinge, die wir mitgebracht haben, die uns belasten, die uns freuen, das lass uns sagen mit den Worten, die du uns gelehrt hast zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass du leuchten dein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Lassen Sie uns noch einen Vers aus Lied 13 singen.